Freut mich wieder beim Linux-Info-Tag dabei zu sein und ich werde tatsächlich auch mal ein Bild von einem früheren Linux-Info-Tag zeigen. Es geht also heute darum, Bücher zu publizieren. Im Grunde genommen möchte ich das Ganze aus der Anwenderperspektive diskutieren, also nicht jemand, der zu den Werkzeugen, die ich diskutieren werde, irgendwie beigetragen hat. Aber letztendlich gehört es, glaube ich, zu diesem Open Software Spirit auch dazu, dass man dann, da wo man vielleicht was beitragen kann, das versucht und letztendlich zum Beispiel Vorlesungsmaterialien dann öffentlich verfügbar zu machen, ist ja auch eine Art, um Wissen weiterzugeben. Open Access würde man dann sagen. Und insofern passt das, glaube ich, jetzt ganz gut hier rein. Und die Werkzeuge sind natürlich auch Open-Source-Werkzeuge. Ich möchte zunächst mal vielleicht mein Anwendungsszenario vorstellen, werden aber auch gleich sehen, das ist bei weitem nicht das einzige Szenario, was da denkbar ist. Also bei mir ist es einfach so, dass ich gelegentlich einen Programmierkurs halte, bei uns im Physikstudiengang oder für die Materialwissenschaftler, für die Studierenden Manuskript erstellt habe und das dann einfach allgemein verfügbar machen wollte. Das Ganze sollte natürlich auf einer responsiven Webseite passieren. Die Studierenden, die haben halt heutzutage solche Geräte. Steam Decks habe ich jetzt noch keine gesehen in der Vorlesung. Da hätte man auch einen kleinen Bildschirm. Aber natürlich auch auf so einem Bildschirm sollte man vielleicht ein Vorlesungsskript dann lesen können. Und das schließt gewisse Lösungen dann schon aus, wie wir sehen werden. Und dann möchte ich natürlich auch gern, dass wenn ich Code in einem Manuskript einbaue, dass dieser Code direkt ausgeführt wird zur Produktion der Website. Also ich will da nicht noch einen Zwischenschritt haben oder händisch etwa Output von Code mit einbauen müssen, sondern das muss einfach im Workflow mit drin sein und dann soll das Ganze natürlich auf irgendeiner Webseite veröffentlicht werden und da werde ich nachher auch noch zeigen, was es da so an Möglichkeiten gibt. Aber natürlich kann man das Ganze jetzt allgemeiner auffassen, also man kann natürlich jetzt Code einfach verwenden, um zum Beispiel Abbildungen in Lehrmaterialien zu erzeugen oder das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ich keinen Code habe. Aber da gibt es natürlich dann auch andere Möglichkeiten. Eine Anwendung, die immer wichtiger wird, und das werden wir auch zum Ende hin, wenn ich noch Zeit habe, sehen, ist auch ganz generell der Bereich wissenschaftliche Publikationen. Also zum Beispiel Datenanalyse, wenn ich irgendwelche wissenschaftlichen Daten habe, die analysiere, das publizieren möchte, dann sind die Tools, die ich hier diskutiere, durchaus auch von Interesse. Und Sie sehen da auf der linken Seite so eine ganze Reihe von Büchern, die mit den Methoden, die ich diskutieren möchte, nämlich Jupyter Books, produziert wurden, die hier öffentlich zugänglich sind. Da gibt es eine ganze Gallery, kann man sich durchklicken und auch Anregungen finden, was man da alles so machen kann. Gut, der erste Schritt, und das war das erste Manuskript, was ich da öffentlich verfügbar gemacht habe, war tatsächlich mit Hilfe von Sphinx. Sphinx ist ein System, was aus der Python-Community kommt und dort vor allem zum Erstellen von Dokumentation verwendet wird. Und das sieht man auch gelegentlich noch dann an solchen Unschönheiten, wie zum Beispiel deinem Titel, dass da zwar der Titel von meiner Vorlesung steht, Tools for Scientific Computing, aber dann gibt es da eine Versionsnummer und da steht auch Documentation und das kriegt man gar nicht so leicht weg. Das sind also Dinge, wo man sieht, dass der Hintergrund dieses Sphinx-Pakets wirklich Dokumentation ist. Trotzdem hat es einige sehr schöne Eigenschaften. Man kann daraus sehr schönes PDF erzeugen, ohne irgendeinen Aufwand. Man verwendet Markup. In dem Fall Restructured Text, wir werden später dann mehr Markdown sehen, aber mit Erweiterungen, die dann wieder an Restructured Text erinnern. Es gibt da eine ganze Menge von Erweiterungsmöglichkeiten, man kann da also ziemlich viel machen und eine Sache, die durchaus natürlich im Zusammenhang mit Lehrmaterialien relevant ist, man kann auch die
Sprache einstellen. Also Localization ist was, was man mit Sphinx problemlos machen kann. Das wird ganz am Ende mit Werkzeugen, die ich so als Ausblick vorstellen möchte, nicht mehr ohne weiteres der Fall sein. Da sieht man schon, dass neuere Entwicklungen eher den englischsprachigen Markt im Blick haben. Und das ist natürlich für Vorlesungsmanuskripte oder wenn Sie da an Lehrmaterialien aus der Schule denken, unter Umständen ein bisschen ein Problem oder zumindest eine gewisse Unschönheit. Was man hier in Sphinx standardmäßig nicht hat, ist, dass Code ausgeführt wird und die Ergebnisse eingebettet werden. Und die Webseiten sind auch nicht responsiv, das sieht man dran in dem Bild. Das Bild ist da oben, das im Header, dieses Content, was abgeschnitten ist. Das ist nicht abgeschnitten, weil ich das Bild abgeschnitten hatte, sondern habe ich bewusst den Browser etwas schmäler gemacht. Und dann wird der Inhalt halt abgeschnitten. Und das ist eigentlich nicht das, was ich haben möchte. Die Variante, die im Moment eigentlich so das ist, was ich benutze, ist eben Jupyterbook. Und das gibt einem tatsächlich eine responsive Seite. Wir werden so verschiedene Details nachher noch uns ansehen. Deswegen will ich hier noch gar nicht zu sehr auf verschiedene Features eingehen. Das Schöne ist, dass Jupyterbook auf Sphinx basiert. Also wenn man aus dieser Dokumentationsumgebung kommt, dann tut man sich hier sehr leicht. Und das bedeutet dann für einen Anwender jetzt, wenn einem das Deutsche wichtig ist, dann kann ich eben auch einfach deutsche Sprache verwenden. Wir werden das nachher an Beispielen sehen. Oder vielleicht auch schon hier, Sie sehen da rechts den Code für den Kapitelverweis, wo man einfach sagt, numref forloop, forloop ist das Label des Kapitels und links oben dann blau hinterlegt, dieser Link, da steht dann wirklich explizit Kapitel 4.1, da steht also wirklich Kapitel und nicht irgendwie Chapter, weil die Entwickler meinen, man würde das nur im Englischsprachigen verwenden. Das ist also eigentlich sehr schön und die Webseite ist eben, wie ich schon gesagt habe, responsiv. Können übrigens die Quellen da auch auf GitHub nachlesen, beziehungsweise diese Webseiten auf GitHub-Webseiten auch angucken. Da gehe ich nachher noch kurz drauf ein. Jetzt will ich mal einen gewissen Gesamtüberblick geben, wie der Workflow so aussieht. Und da gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten, so Code zu erstellen für das Buch, inklusive Programmcode. Das wären links die sogenannten Jupyter Notebooks, auf die ich gleich noch genauer eingehen werde. Wer hat Erfahrung mit Jupyter Notebooks? In der Vergangenheit gab es da einige, ja, Sie auch. Das sollte man jetzt nicht verwechseln mit Jupyterbook. Also dieses System, was ich hier verwende, ist Jupyterbook. Aber man kann das Material in Jupyter Notebooks erstellen, wenn man das möchte. Die Alternative ist, Markdown-Dateien zu verwenden. Und zwischen den beiden kann man hin und her wechseln. Also das ist letztendlich Geschmackssache, was man machen möchte. Beide Möglichkeiten, Jupyter Notebooks oder Markdown-Dateien, kann man dann als Basis nehmen, um mit Hilfe von Jupyterbook HTML zu erzeugen und damit dann die Webseite zu befüllen. Und diesen Schritt, den mache ich in der Praxis dann tatsächlich, um das ganze System zum einen zunächst mal in GitHub unter Versionskontrolle zu haben, also das Buch versionieren zu können und dann von dort automatisch auf die Webseite auch bei GitHub auszuspielen. Details diskutiere ich nachher noch ein bisschen. Ich möchte aber zunächst mal ein bisschen was sagen zu der Frage, fangen wir mit Markdown-Dateien an oder fangen wir vielleicht lieber mit Jupyter Notebooks an? Jupyter Notebooks sind eine feine Sache. Ich habe das hier bei anderen Gelegenheiten schon mal ein bisschen genauer diskutiert. Links einfach ein Beispiel. Sie sehen, da kann man also Codezellen haben, die man ausführen kann. Die Grafik, die daraus erzeugt wird, kann man einbetten. Ganz oben sieht man, dass man da Text und Formeln einbetten kann. Das ist also was, um Lehrmaterialien wunderbar zu erstellen. Sicher eine feine Sache.
Man kann hier an standardmäßigen Python, R, Julia Kernels anbinden, aber auch an viele andere Kernels inzwischen, um dann hier entsprechend Code zu schreiben. Jupyter Notebooks werden sehr viel in der Lehre eingesetzt, aber auch in der Datenanalyse. Ich habe letztes Jahr über Analyse von S-Bahn-Daten aus Hamburg hier vorgetragen, da kamen diese Jupyter Notebooks zum Einsatz. In der Lehre muss ich mich allerdings fragen, möchte ich wirklich so ein vorgefertigtes Jupyter Notebook verwenden oder möchte ich nicht eher Code sozusagen direkt entwickeln vor den Studierenden? Das ist so ein bisschen Geschmackssache, kommt darauf an, wie viel Zeit man hat, aber es ist klar, wenn ich Code direkt entwickle, live entwickle, dann bleibt es viel besser hängen, als wenn ich einfach sage, hier steht ein Code und den erkläre ich euch jetzt. Das macht heutzutage schon ja fast die KI, da braucht es mich gar nicht mehr. Ein bisschen übertrieben, separate Diskussion. Und das Markdown, was man hier verwenden kann, ist so das Standard Markdown. Wer Markdown nicht kennt, sage ich nachher kurz noch was dazu. Gewisse Erweiterungen, die für solche Bücher durchaus praktisch sind, sind standardmäßig da nicht dabei. Da muss man gewisse Extensions dazuladen, was für diejenigen, die sich mit Jupyter Notebooks auskennen, mit Jupyter Lab heutzutage dann durchaus geht. Aber da muss man dann tatsächlich gewisse Erweiterungen mit dazu nehmen. Was ein gewisses Problem ist, ist, dass Jupyter Notebooks im JSON-Format abgespeichert werden, was sich für Versionskontrolle nicht so super gut eignet. Es gibt da Möglichkeiten, damit umzugehen, aber meine Erfahrung jetzt aus einem Buchprojekt zusammen mit einem Co-Autor ist, dass es da doch immer mal wieder auch ein bisschen hakt, vor allem wenn der Kollege dann unter Windows arbeitet. Dann gibt es kleine Unterschiede in der Zeilenendekennung, die sich dann im Git bei der Versionskontrolle wieder niederschlagen, die man dann gar nicht unbedingt sieht. Man hat zwei Versionen, da gibt es offenbar gar keinen Unterschied. Wenn man hier, um Versionskontrolle zu machen, Filter verwendet, erwähne es gleich noch. Also das ist im Detail ein bisschen frickelig, vor allem man sieht zum Beispiel, dass der Markdown wirklich zeilenmäßig hier abgespeichert wird in dem JSON. Das heißt, sobald ich da Zeilenumbrüche ändere, ist das eine Änderung, obwohl sich an dem Text überhaupt nichts geändert hat. Das ist für Versionskontrolle nicht praktisch. Man hat, wenn man das Jupyter Notebook ausführt, hier einen Execution Count stehen, den man eigentlich auch nicht in der Versionskontrolle drin haben will. Beziehungsweise Änderungen hier drin spielen eigentlich keine Rolle, sind nicht relevant. Grafischer Output ist hier hinterlegt, der typischerweise dann viel Platz kostet, wenn wir eigentlich alles nicht in der Versionskontrolle haben. Und dann auch so Kleinigkeiten, gerade wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, die Version des Python-Kernels steht da explizit drin. Jetzt hat der Kollege einen anderen Python-Kernel, ist jedes Mal eine Änderung in der Version. Das will man eigentlich nicht in der Versionskontrolle haben. Also insofern ist das nicht ganz ideal. Was man machen kann, ist, man kann so gewisse Filter verwenden, aber letztendlich, wenn man bedenkt, man will vielleicht nicht vorgefertigten Code in der Lehre verwenden und man hat diese Probleme, dann ist es letztendlich vielleicht doch besser, einfach zu sagen, okay, ich starte mit Markdown-Dateien. Und wenn ich das Jupyter Notebook in der Lehre haben möchte, dann verwende ich so Dinge wie JupyText oder diesen MystNB to Jupyter Converter und baue mir da draußen ein Jupyter Notebook. Übrigens ist JupyText ein Tool, was für Versionskontrolle tatsächlich nicht so schlecht ist. Das erlaubt Jupyter Notebooks in ein Markdown-Format umzuwandeln, was man dann unter Versionskontrolle stellen kann. Das kann man sich also in dem Zusammenhang durchaus angucken. Da hat man dann halt letztendlich zwei Dateien, die über JupyText gekoppelt werden. Ist aber dann auch vom Workflow ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden hier mit, oder ich fange typischerweise eben mit diesen Markdown-Dateien an, wobei das Markdown eine Erweiterung des Standard-Markdowns ist. Ich sage da gleich noch was dazu. Dieses Mys-Markdown
sogenanntes Market Destructure Text, was Elemente von dem Destructure Text von Sphinx beinhaltet. Und dann eben die Umwandlung mit Jupyterbook in HTML-Quellen und die Publikation auf GitHub. Wer kennt nicht Markdown hier? Ich sag Markdown nichts. Okay. Alle kennen Markdown, wunderbar. Dann kann ich mich hier kurz fassen, dann kennen Sie diese Möglichkeiten, Text auszuzeichnen, die sehr simpel sind, womit man also sehr schnell Inhalte erzeugen kann. Dann gehe ich hier durch diesen Teil von Common Mark sehr schnell durch, also auch Listen, einfach Sternchen davor oder Bindestriche, und man kriegt sehr einfach eine Liste. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ausreichend, um ein Buch zu erstellen. Weil ich habe natürlich jetzt Bereiche, wo ich Code haben möchte, mit Code-Highlighting, wo ich vielleicht sagen möchte, was für eine Art von Code ist das und so weiter. Ich möchte Bilder einbetten. Das kann man in Markdown machen. Das sieht man hier im mittleren Beispiel. Möchte aber vielleicht auch Figure Captions, also Bildunterschriften haben und so weiter. Es gibt also schon Dinge, mit denen man mit dem Standard Markdown nicht hinkommt. Und zu diesem Zweck gibt es eben dieses Myst Markdown, was in diesem Jupyter-Universum verwendet wird, was gewisse Erweiterungen bietet. Und was ich jetzt hier nicht machen möchte, ist das im Detail zu diskutieren, so auf einer theoretischen Ebene, sondern ich will Ihnen einfach an ein paar Beispielen zeigen, was man da so machen kann. Ja, also, was möchte ich haben in einem Buch? Und eine Sache ist natürlich, ich möchte Bilder einbinden können. Und das ist eben tatsächlich ein Bild, was ich vor ein paar Jahren hier auf dem Linux-Infotag mal vorgeführt habe, wo ich erklärt habe, was hier mit diesem Waschbären passiert, von links nach rechts. Das will ich jetzt gar nicht nochmal hier diskutieren. Aber man sieht jetzt hier im Code, der drüber steht, da gibt es hier mit so drei Backticks eine Figure-Umgebung, und die kommt im Prinzip vom Destructure Text, ist eine Erweiterung vom Standard-Markdown, wo man zum Beispiel auch ein Label vergeben kann oder die Breite definieren kann, eine Bildunterschrift hinschreiben kann und so weiter. Und wichtig an der Stelle, hatte ich ja vorhin gesagt, weil das auf Sphinx basiert, wird hier automatisch zum Beispiel diese Kürzung ABB für Abbildung auf Deutsch gesetzt, weil ich einfach in der Konfigurationsdatei definiert habe, ich möchte das Dokument in Deutsch setzen, und dann funktioniert das ja auch relativ problemlos. Wird gleich noch eine Ausnahme geben, aber die ist wenig tragisch. Was man hier jetzt machen kann, sind dann wirklich nette Dinge, zum Beispiel so Anmerkungen am Rand neben dem Text zu setzen. Auch das funktioniert wieder von der Syntax im Prinzip genauso, wie wir es gerade bei den Abbildungen gesehen haben. In diesem Fall so eine Admonition, wo man auch sagen kann, wie heißt die, ein Tipp. Es gibt eine Klasse, die sagt, man soll das Ganze in grün darstellen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und man kann auch verlangen, dass das Ganze im Rand gesetzt wird. Und dann wird das alles automatisch schön gesetzt. Man kann hier verschiedene Stile haben, also Standard ist da oben dieser blaue Stil, wo eine Frage definiert wird, dann in grün dieser Hinweis, und dann gibt es auch die Möglichkeit, was ganz schick ist, solche Blöcke sozusagen zunächst mal zuzuklappen. Ich habe hier ein Beispiel, das ist ein Python-Kurs, und ich habe hier als Beispiel Assembler-Code. Den möchte ich den Studierenden zunächst mal gar nicht zeigen. Und wenn jemand möchte, kann er aber dieses Fenster dann aufklappen. Das geht ganz problemlos. Also man hat hier vielfältige Möglichkeiten, wie man hier Inhalte präsentiert. Dann kann man hier auch natürlich verlinken, problemlos zu anderen Kapiteln, also ganz oben in der dritten Zeile des Codes steht einfach nur ref scipy, scipy ist der Label des Kapitels, und unten sieht man dann den ganzen Titel aus einer ganz anderen Markdown-Datei. Das funktioniert problemlos,
das ist ein Buch in verschiedene Kapitel zerhacken, dann ist es problemlos möglich, Verlinkungen zwischen den verschiedenen Kapiteln zu machen. Und man kann natürlich auch Verlinkungen zu Literatur machen. Allerdings muss man, das dann sieht man in den zwei letzten Zeilen, relativ explizit hinschreiben. Wir werden später beim Ausblick noch sehen, dass es da in Zukunft dann auch bessere Möglichkeiten gibt. Hier haben wir nochmal so einen Kasten am Rand. Das ist jetzt hier gar nicht wichtig, sondern an der Stelle möchte ich einfach darauf hinweisen, dass man auch problemlos Formen unterbringen kann. Wenn man also Lehrmaterialien aus dem technischen Bereich hat, dann ist es problemlos möglich, hier mit LaTeX entsprechende auch Formeln unterzubringen. Man kann Code natürlich zeilenmäßig durchnummerieren und auch Zeilen markieren. Also man sieht es links in dem Code, Line Numbers wird hier auf True gesetzt, also dadurch wird automatisch der Code zeilenmäßig durchnummeriert und man kann sagen, gewisse Zeilen sollen hervorgehoben werden, Emphasize Lines, auch das ist unproblematisch möglich. Und dann hatte ich ja gesagt, was ich haben möchte, ist, ich möchte Code haben, der im Produktionsprozess direkt ausgeführt wird. Und das sehen Sie hier, also zwei Zellen, die obere Zelle ist die, die den Code enthält, die untere Zelle die, die das Resultat enthält. Hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man über die Jahre dann zu neuen Python-Versionen, in dem Fall hier, geht, oder allgemein zu neuen Software-Versionen, kann es natürlich sein, dass sich Ausgaben ändern. Bei Python zum Beispiel sind im Laufe der Jahre die Fehlermeldungen besser geworden. Wenn man dann in dem Buch schreibt, die Fehlermeldungen sind sehr komplex und man erklärt, wie man die verstehen muss. Und es hat sich da was geändert, weil der Output mittlerweile viel klarer ist. Dann muss man es natürlich anpassen, denn hier kommt der Output, der von der aktuellen Softwareversion eben erzeugt wird. Ein Problem, was einem hier vielleicht sofort einfällt, ist, es könnte ja auch mal Code geben, der eine Exception wirft, eine Ausnahme. Was passiert dann? Wird der Produktionslauf hier abgebrochen? Im Prinzip ja, außer man verwendet einen Tag, raises exception, dann ist klar, okay, da gibt es ein Problem, das wird hier ausgegeben, weil man das vielleicht auch diskutieren möchte, aber das Dokument wird trotzdem ganz normal produziert. Und schließlich kann man auch, allerdings jetzt nicht mit Markdown, sondern mit HTML, aber weil ja das Endprodukt eh HTML ist, kann man auch Videos einbinden. Gut, dazu brauche ich letztendlich dann eben eine Konfigurationsdatei. Da sieht man unter anderem, wenn ich hier runtergehe, sieht man, dass ich da zum Beispiel einen Block habe, indem ich die Sphinx-Konfiguration vorgeben kann, also unter anderem die Sprache einstellen, eben hier auf Deutsch. Und rechts gebe ich sozusagen einfach an, wie mein Dokument zusammengesetzt sein soll aus verschiedenen Kapiteln dieses Buches. Und dann kommt am Ende eine Webseite raus, die eigentlich, würde ich sagen, ganz schick aussieht. Ne? Mit Navigationsmöglichkeiten, die verschiedenen Kapitel. Rechts auch nochmal Navigationsmöglichkeiten für das Kapitel mit seinen Unterabschnitten. Sie sehen ganz oben in der Mitte, man kann PDF runterladen, man kann sich die Markdown-Quellen runterladen, man kann sich sogar die Notebook-Version runterladen. Man kann links oben sogar suchen und das kriegt man alles umsonst. Ja, dafür tue ich praktisch gar nichts. Also man kann auf die Weise schon sehr ansprechende Webseiten machen, die wie gesagt natürlich auch responsiv sind. Also wenn ich hier das Ganze etwas zusammenfahren würde, dann würde dieses Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite einfach so ein Burger-Menü werden. Solche Dinge funktionieren automatisch. Wenn man versucht, da ein PDF draus zu produzieren, dann funktioniert das. Allerdings so super schön ist es nicht. Also das ist nicht vergleichbar mit was, was Sie aus einer Sphinx-Dokumentation standardmäßig kriegen würden. Das ist allerdings jetzt einfach der ganz einfache PDF-Export, der einfach darauf basiert, dass das HTML
quasi, wie wenn man aus dem Browser drucken würde, in PDF umgewandelt wird. Also, dass man da jetzt irgendwie hier ein Datum stehen hat und so, will man vielleicht typischerweise, wenn man sich das jetzt mehr als Buch vorstellt, nicht haben. Da gibt es dann andere Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Aber das Ziel für diesen Programmierkurs war wirklich, jetzt einfach eine HTML-Ausgabe zu haben. Und da funktioniert das Jupyterhook wunderbar. Jetzt ist natürlich die Frage, wie publiziere ich das Ganze? Ich kann natürlich jetzt einfach hergehen und kann das auf einem eigenen Webserver irgendwie hosten. Das möchte ich eigentlich gar nicht haben. Denn letztendlich habe ich die ganzen Quellen dieses Buches auf GitHub in einem öffentlichen Repository. Da kann man also die ganzen Versionen nachgucken. Und nachdem Sie auf GitHub auch einen freien persönlichen Account haben können, ist das auch gar kein Problem. Ja, holen Sie sich einen GitHub-Account und packt sein Projekt auf GitHub. Und dann hat man die Möglichkeit, unter GitHub.io, genau unter dem Usernamen, .github.io auch Webseiten zu hosten. Und das umsonst, da gibt es natürlich gewisse Beschränkungen, wie viel da runtergeladen werden darf pro Zeiteinheit und so weiter. Aber das sind für Lehrmaterialien eigentlich keine relevanten Beschränkungen. Da dürfen Sie natürlich keine kommerzielle Webseite hosten. Gibt da Einschränkungen, können zum Beispiel auch keine PHP-Skripten laufen lassen. Aber HTML-Seiten einfach hinterlegen, ist überhaupt kein Problem. Und das Schöne ist eigentlich, dass man aus dem GitHub-Repository, in dem man seine Quellen hat, direkt ein Deployment machen kann. Ich kann also direkt meine HTML-Quellen auf diese Webseite ausspielen. Und das funktioniert einfach so, dass man dann mit GitHub-Actions ein Skript hat, was im Wesentlichen sagt, hol die Quellen aus dem Masterzweig, und zwar jedes Mal, wenn ich in dem Hauptzweig meines Repositories eine neue Version pushe, also dort hinlege, dann wird dieses Skript ausgeführt. Also jedes Mal, wenn ich im Hauptzweig Änderungen in den Quellen habe, wird meine Webseite neu gebaut. Es wird das neueste Ubuntu verwendet, der Inhalt der Quellen wird ausgecheckt, Python wird angelegt, in dem Fall die Version 3.11, und dann wird abhängig von einer gewissen Umgebung, die ich da rechts definiert habe, wird die Softwareumgebung erstellt. Also in dem Fall brauche ich zum Beispiel gewisse Pakete, Matplotlib, Jörg, bitte weghören. An der Stelle SciPy, weil ich die einfach im Lauf des Skripts brauche, stehen da drin, und dann natürlich Jupyterhook, um das Buch zu erstellen. Und dieser Lauf, der passiert dann hier an der Stelle. Ne, das ist genau dasselbe, was Sie auf der, in der Shell normalerweise auch machen würden. Jupyterhook build, baue das Buch, und ebrigbook ist einfach der Name meines Verzeichnisses. Einführung im Prinzip in der Programmierung. Und dann wird das Ganze auf einen speziellen Zweig, GitHub Pages, ausgespielt, und von dort wird die Webseite letztendlich dann gefüllt, oder dieser Teil der Webseite. Ja, also insofern ist das ein integrierter Prozess, der wunderbar funktioniert. Gut, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, deswegen vielleicht ein Ausblick. Also das mit dem Jupyterhook funktioniert eigentlich wunderbar, aber natürlich gehen die Sachen besser und moderner. Und ist diese Leute, die das Jupyterhook gebaut haben, Executable Books heißen die, die haben noch ein anderes Projekt, was stärker einfach JavaScript-basiert ist. Da wird alles mit JavaScript gemacht, die ganzen Seiten werden letztendlich nicht mehr in HTML gebaut, sondern in JavaScript. Ja. Aber das Ziel ist tatsächlich, elektronisches Publizieren auch im wissenschaftlichen Bereich attraktiver zu machen, also Publikationen auf Webseiten darzustellen, dass man nicht mehr ein PDF hat, sondern auch auf dem Smartphone eine wissenschaftliche Publikation vernünftig lesen kann.
Es gibt da Überlapp mit Jupyterbook. Man kann die Quellen, die man für das Jupyterbook produziert hat, weiterverwenden. Wenn man natürlich dann modernere Aspekte haben will, gleich ein paar Beispiele zeigen, muss man das ein oder andere ein bisschen umbauen. Man kann auch tatsächlich mit Sphinx-Dokumentationen verlinken, werde ich auch noch gleich in einem Beispiel zeigen, und auch die Druckausgabe wird da massiv unterstützt für Journale, wissenschaftliche Journale. Es gibt da zurzeit zwei Templates für Doc, ich weiß nicht mehr, Word schreiben will für wissenschaftliche Publikationen, 18 für Tech und dann sogar, und das ist die Brücke zum nächsten Vortrag, ich weiß gar nicht, wie das ausspricht, Typist oder TypeST oder wahrscheinlich Typist, weiß es nicht genau, werden wir im nächsten Vortrag von Oliver Rath genauer hören. Und es gibt zwei Templates für Webseiten, nämlich praktisch das Konzept eines Artikels und eines Buchs gibt es hier. Und auch die Möglichkeit für interaktive Inhalte, das werde ich jetzt hier nicht vorführen, aber das erinnert dann schon wieder an Jupyter Notebooks. Das kann man hier dann auch mit einbauen, weil dieses System dann mit einem Kernel im Hintergrund reden kann. Ein großes Problem, wenn man deutschsprachige Inhalte publizieren möchte, ist hier die Lokalisierung. Ich habe noch keinen Weg gefunden, das vernünftig zu machen. Das ist irgendwo tief im JavaScript drin und ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Wenn jemand hier irgendwelche Wege kennt, das würde mich interessieren. Aber es ist wahrscheinlich letztendlich dann eine Frage der Zeit, bis sowas dann auch mal kommt. Aber es ist einfach unschön. Wir werden es gleich an einem Beispiel sehen. Was aber schick ist, und das möchte ich jetzt einfach relativ schnell in den letzten 5 Minuten oder so Ihnen noch vorführen, sind so Dinge, dass ich hier einfach in meinem Markdown sagen kann, wiki.linux und dann wird sozusagen der Anfang der entsprechenden Wiki-Seite eingeblendet. Na, da kann ich also sehr leicht Verweise einbauen, ohne jetzt nachzugucken, wie heißt jetzt genau die Wiki-Seite. Aber es verweist natürlich auf das englischsprachige Wiki. Ja. Ein bisschen unschön. Übrigens, der Code für dieses Beispiel hier, also die ganzen Punkte, die ich Ihnen zeige, liegt auch auf GitHub. Da gibt es ein Repo für den Linux-Infotag 2024, wo diese Präsentation und auch das Beispiel hier drin ist. Und dann natürlich solche Sachen, dass wenn ich im Hauptdokument zum Beispiel dieses Waschbärbild habe und da oben im Text auf diese Abbildung verweise, mit dem Cursor drüber gehe, dann kriege ich sozusagen eine Vorschau dieser Abbildung. Das ist natürlich schick, also wenn man gerade an ein Buch denkt, wo Abbildungen vielleicht weiter weg sind, wo man nicht blättern will, das ist ja häufig ein Problem, dass man lieber doch was auf Papier liest und nicht im elektronischen Dokument, weil im elektronischen Dokument zu blättern aufwendig ist, da ist das eine super Sache, um vielleicht in Erinnerung zu rufen, über welches Bild reden wir hier gerade. Dasselbe funktioniert auch mit Formeln. Sieht man jetzt hier vielleicht nicht ganz optimal, aber die Formel steht eigentlich da unten im Hauptteil und da oben unter dem Cursor wird die entsprechende Formel eingeblendet. Auch solche Verweise sind extrem hilfreich in elektronischen Dokumenten, das bekommt man hier. Publikationen kann man extrem einfach einbinden. Was da im Markdown drin steht, ist der sogenannte Digital Object Identifier. Das ist sozusagen eine ID dieses Papers, wo hinterlegt ist, wo man dieses Paper findet. Und was hier im Hintergrund passiert ist, dass die entsprechende Information, wer sind die Autoren, wie heißt die Publikation, wie heißt die Referenz zu dieser Publikation, das wird hier automatisch im Hintergrund runtergeladen und hier angezeigt. Ganz schicke Sache eigentlich. Ne? Braucht man sich nicht mehr darum kümmern, wie heißt der Titel, habe ich ihn richtig getippt und so weiter. Und das Ganze ist sozusagen ein Rabbit Hole. Man kann dann da unten wieder weiterklicken und kann sich so wie Alice im Wunderland immer weiter, wenn man mal in dieses Kaninchenloch, in diesen Kaninchenbau eindringt, immer weiter klicken. Das sind also Dinge, die sicher das Erzeugen von Dokumenten sehr erleichtern und es wird dann gleich noch am Ende eine Referenzenliste erzeugt. Und die Publikation sehen Sie da unten dann.
Und dann kann man auch natürlich alle möglichen JavaScript-Libraries verwenden, also zum Beispiel Mermaid, um so ein Diagramm zu erzeugen, das tatsächlich aus der Dokumentation von MystMD stammt. Gut, damit habe ich Ihnen so ein bisschen Ausblick gegeben. Ich denke, das wird die Zukunft sein und irgendwann mal mache ich vielleicht auch ein Vorlesungsmanuskript mit diesem System. Im Moment würde ich sagen, einfach aufgrund der Lokalisierung, wenn ich was deutschsprachig publizieren möchte, dann finde ich, glaube ich, hat es jetzt gar nicht so explizit gesagt, dann finde ich eben solche Dinge, dass hier immer noch, deswegen war das Bild hier groß, immer noch Figur 1 steht. Unschön, ich kann im Text, sehen Sie da oben, Sie können es wahrscheinlich lesen, unter dem Cursor da, da steht Abbildung 1, das muss ich aber dann händisch reinschreiben, das geht, aber in der Abbildung selber steht halt Figur 1. Und das ist für meinen Geschmack nicht gut genug. Deswegen bin ich da immer noch bei Jupyter Books, aber die Möglichkeiten dieser Verweise hier in MystMD, die sind sicherlich schick und wenn die mal Lokalisierung können, dann denke ich, ist das natürlich auch eine super Variante. Und diese JavaScript Quellen für die Webseite, auch die könnte man auf GitHub Pages publizieren, das würde gehen. Gut, ich habe hier nochmal ein paar Links zusammengestellt zu den Dokumentationen, den Quellen dieses Vortrags sowie den Beispielen, die ich diskutiert habe. Und wenn es noch Fragen gibt, dann beantworte ich die natürlich gerne. Dankeschön. Gibt es Fragen? Ja. Sonst hätte ich ein, wie ist die Qualität des Tech- oder Latex-Outputs von diesem? Von dem MystMD? Ja. Die habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, die ist ziemlich gut. Okay. Also da hat man inzwischen Templates für Archive, für APS-Journale, für okay, eine ganze Reihe von Journalen. Die sind da teilweise auch, gewisse Leute sind damit involviert. Also es gibt tatsächlich da auch eine kommerzielle Firma dahinter. Das Ganze ist von der Sloan Foundation, ein 3-Jahres-Projekt, was die finanziert haben. Und da gibt es eine Firma CurveNote dahinter, die tatsächlich, da habe ich PDFs gesehen, die sehen wirklich super aus. Also die Idee ist dann quasi, dass man für wissenschaftliche Publikationen als Ausgangsformat eher verwenden würde, sage ich mal, zu LaTeX oder ist das, ich ist weiß das nicht weit gefasst? Oder? Gut, natürlich ist das im Workflow so ein bisschen die Idee, wobei man jetzt auch hier sieht, der Pfeil von LaTeX zu so einem generischen Format geht in beide Richtungen. Ja. Das heißt also, der traditionelle Weg vom LaTeX dahin, ich meine, von dort machen die natürlich allen Output, zum Beispiel auch dieses Chats da, das ist sozusagen für Metainformationen in Journalen, das holen die dann aus einem zentralen Format. Okay, also insofern, ob man jetzt von links kommt oder von oben, von LaTeX, ist letztendlich dann egal. Also man könnte auch mit LaTeX anfangen und könnte dann auch in dieses System irgendwo reinkommen und könnte da wieder auch dann quasi HTML erzeugen. Richtig. Ja, nur ja. Nach MystMD zu Markdown würde man wahrscheinlich nicht kommen. Ja. Da würde man aber der, kommen. Sozusagen aber der Produktionsprozess für einen Publisher, der funktioniert letztendlich von verschiedenen Seiten. Okay. Zum Beispiel eben auch von Word. Deswegen die Templates für Storyformat. Also, das muss aber auch, nee, da kann diese Abbildung nicht vollständig sein eigentlich. Das muss in die andere Richtung gehen. Sonst würde es ja gar keinen Sinn machen, dafür Templates anzugeben. Also es ist im Prinzip natürlich auch eine eben verpublische Plattform. Genau, also ich meine, so wie Verlage heutzutage Papers in HTML versuchen darzustellen, auch mit den ganzen Math-Checks für Gleichungen. Da wird es sicherlich eine Plattform sein, die da dann zum Einsatz kommen kann. Die aber jetzt eben offen entwickelt wird. Muss ich installieren? Muss ich da einfach nur ein Python-Paket dann importieren? Oder? Jetzt für das hier? Ja, okay. Das sind Node-basierte Systeme. Aber ja, im Prinzip ist es eigentlich relativ einfach, dass man da
ja, muss ich gewisse Node-Bibliotheken runterladen und dann sagt man npm init und dann setzt an das die Umgebung auf. Also wir können kurz zeigen. Wir gehen jetzt einfach mal aus der Präsentation raus. Ich hoffe, dass mich niemand mehr fragt. Also im Prinzip sieht es irgendwie so aus, dass ich jetzt hier für den Vortrag habe ich das slides.md, also den Markdown, und dann gibt es halt hier diese JSON-Dateien, die definieren, welche Pakete da alle rein installiert sind. Das kann man aber relativ einfach mit, also man sieht es hier oben, das Starten, das geht einfach mit npm run dev und so kann man auch sozusagen dieses Verzeichnis initialisieren. Das heißt, wenn man das einfach mal Node, die richtige Version installiert hat und so weiter, dann ist das eigentlich problemlos. Ich wollte mal fragen, ob diese neuen Tools, die es jetzt gibt, mit diesem Jupyter-Book, ob die auch Auswirkungen auf die Produktion von Folien haben. Oder verwendet man immer noch klassischerweise Sphinx und Revit.js zum Beispiel? Also, ja, eigentlich würde ich sagen, ja. Also da würde ich tatsächlich auf der Ebene Jupyter Notebook arbeiten und dann Revit.js verwenden. Das habe ich jetzt hier zum ersten Mal nicht gemacht. Ich habe bei anderen Gelegenheiten habe ich das hier so gemacht. Dieser Vortrag ist jetzt mit SlideF gemacht, der auch so Node-basiert ist. Deswegen habe ich das jetzt gerade gezeigt, aber es gilt für das Jupyter Notebook. Moment mal, jetzt bin ich tatsächlich mit der Beantwortung durcheinander gekommen von lauter Begeisterung für das hier. Das Jupyter-Book, das habe ich dann jetzt damit, durcheinander gekommen. Das Jupyter-Book ist tatsächlich Python. Na, das hat man in dem Environment Jungle gesehen. Genau, das ist einfach Python. Also da müssen wir eigentlich nur eine Umgebung aufsetzen mit dem Jupyter-Book und das war's dann. Jetzt zwei Sachen durcheinander geworfen. Ja. Eine Sache, die ich vor ein paar Tagen mal entdeckt habe, ist ein Produkt, das heißt Quartu. Quartu.org, das findet man im Netz, das ist auch ein Markdown-Publishing-System. Und das ist Open Source auch. Und damit so findet man immer mehr Bücher, die eigentlich komplett damit geschrieben sind. Ich vermute, dass es auch eine Connection zu Lust hat, also von der Syntax her. Zum Beispiel liegt draußen bei dem Buchtisch ein Buch über Data Science, das ist so die dritte Auflage des Pandas-Buches, die liegt da draußen und die ist erstaunlicherweise komplett mit diesem Quartu-Tool geschrieben. Das ist ein Binary, das kann unbeliebige Formate ausgeben, also auch in EPUB und in Word und diverse andere Sachen. Und ich bin aber noch nicht so weit vorgedrungen, um zu sehen, ob das eine Verbindung zu diesen Jupyter-Buch-Sachen hat. Ist man nicht untergekommen jetzt? Ja. Insofern kann ich da nichts dazu sagen. Ja. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil ich es neulich entdeckt habe. Ja, interessant. Jetzt muss ich aber doch noch, jetzt habe ich gerade gesagt, ich habe die Frage davor falsch beantwortet. Sie hatten ja nach dem MystMD gefragt. Ja. Und das MystMD, das war tatsächlich hier mit Node. Also da war die Antwort schon richtig. Ja, ja. Nur weil wir jetzt die Tour über Jupyter-Book gemacht haben. Bei Jupyter-Book ist es ein Python-Paket, bei MystMD ist es wirklich Node-basiert. Aber ich kann ja trotzdem in Jupyter Notebook arbeiten. Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Ich habe dieses Node, das ich installieren muss. Das ist es gibt Konvertierungstools und es gibt mittlerweile in Jupyter Lab gibt es auch eine Extension, die damit zurechtkommt. Also Sie können insbesondere dieses erweiterte Markup oder Markdown natürlich, aber als Markup, können Sie in Jupyter Lab verwenden. Ich habe es selber noch nicht wirklich ausprobiert, insofern habe ich keine direkte Erfahrung, aber das soll angeblich funktionieren.